Was soll's? Der Herr hat dich sowieso verflucht. Ihm wirst du nicht entkommen. Welchen Herrn? Welchen Herrn meint er? So. Oh, warum tut er das wohl? Ich glaube, da kommen wir nicht so rein, oder? Seht, was ihr davon habt. Belästigt jemand anderen. Tür ist zu. Habt ihr etwas zu sagen? Ja. Hab ich. Wie geht's? Muss man doch irgendwie reinkommen, oder? Wo muss man irgendwie oben lang? Ja, ja, ist ja gut. Ist denn nicht soeben in jemand hineingerannt? Nö. Ihr wollt mir nichts Böses, ich weiß. Aber seid trotzdem. Bin ich irgendwie noch nicht drin gerade? Muss er irgendwie da reinkommen oder nicht? Muss ich die beiden da jetzt erledigen oder wie ist das? Ich hab keine Ahnung. Aber wir werden es rausfinden. Indem ich jetzt da einfach hochgehe. Ach, guck mal. Ja, jetzt. Soll ich da langsam hinlaufen oder was? Hätten sie auch mich noch normal laufen lassen können. Egal. Jede Schrift in dieser Stadt muss zerstört werden. Mein Freund, das dürft ihr nicht. Viel Wissen wohnt diesen Pergamenten inne. Aus gutem Grund von unseren Vorfahren niedergeschrieben. Und was ist das für ein Grund? Es sind Fanale, die uns leiten sollen. Um uns vor der Dunkelheit der Ignoranz zu bewahren. Nein. Es sind Papiere bedeckt mit Lügen. Sie vergiften euren Verstand. Und solange sie existieren, könnt ihr nicht darauf hoffen, die Welt in ihrem wahren Licht zu sehen. Genau. Wie könnt ihr diese Schriften als Lügen bezeichnen? Es sind Werkzeuge der Bildung. Ihr wendet euch an sie, um Antwort und Erlösung zu erhalten. Ihr verlasst euch mehr auf sie als auf euch selbst. Das macht euch schwach und dumm. Ihr glaubt an Worte. Tintenkleckse. Denkt ihr je darüber nach, wer sie aufgeschrieben hat oder warum? Nein, ihr akzeptiert einfach ohne zu hinterfragen jedes Wort. Und wenn diese Worte nun lügen, wie sie es so oft tun, das ist gefährlich. Ihr liegt falsch. Diese Texte sind ein Geschenk des Wissens. Wir brauchen sie. Ihr liebt eure kostbaren Schriften. Würdet ihr alles für sie tun? Ja. Der schmeißt ihn da rein. Ja, natürlich. Dann folgt ihm. Wusste es. Jeder, Mörder. Der so spricht wie er, stellt selbst eine Bedrohung dar. Möchte mich noch jemand herausfordern? Ja, hier oben. Hallo. Eure Befehle sind einfach genug. Geht in die Stadt, sammelt alle verbliebenen Schriften und häuft sie in den Straßen auf. Wenn ihr fertig seid, schicken wir Wagen, um sie abzuholen, auf dass sie vernichtet werden. Gut, wir sollen den jetzt wahrscheinlich umbringen. Ich hoffe es zumindest, dass wir jetzt mal entlassen werden. Hier geht doch mein Checkpoint erreicht. So, und jetzt? Jetzt haben wir hier tausende Attentatsziele, okay. Gut, dann sollen wir jetzt wahrscheinlich ein paar mehr Leute umbringen. Auch nicht schlimm. Tun wir das. Ich fange mal ganz rechts an. Links. Rechts. Nee, ich fange bei dem an. Jetzt. Yes. Ist überhaupt ein Ziel?
Nein. Okay, da unten ist ein Ziel. Nummer 1. Also gut, wo bist du? Die sind alle unten, das ist ja... Jahrhunderte lang haben wir uns schweigend gefühlt. Geh schnell, den Bock. Wer ist dafür verantwortlich? Dann den da hinten bitte noch. Wird schon weg. Warum? Gutes Volk von Damaskus. Kann ich mich nicht fallen. Ihr tut das Recht. Lasst uns die Stadt von ihrer vergifteten Vergangenheit befreien. Das ist nur gerecht. Und aus den Flammen wird sich eine neue Zeit erheben. Eine der Wahrheit und Einheit. Regiert von der einzig wahren Weisheit. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Auch ihr müsst das Licht erkennen. Warum wird er nicht ab? Meine Fresse. Schwachsinn gewesen, der hätte ja auch mal abwehren können. Können leicht ihre Deckung verraten. Da entlocke ich mir doch selber glatten Huster hier. So. Gut, dann nochmal das Gleiche. Diesmal fangen wir ganz rechts an, glaube ich. Erstmal die Zeugen hier aus dem Weg. Wo ist er denn jetzt? Ist er weggegangen? Ich bin mir sicher, dass hier einer war, aber naja. Wo denn? Da. Wo denn, sag ich? Wo denn? Ihr habt hier nichts zu suchen. Geht. Jeder kann mit Tinte auf Pergamente schreiben. Jeder. Diese Macht und dieser Einfluss müssen kontrolliert werden. Wäre gefährlich und unverantwortlich, die jedem dahergelaufenen zu überlassen. Wir müssen sie alle vernichten, auf dass sie euren Geist nicht länger vergiften. Vater! So, ich glaube, den haben wir. Nächster auf der Liste. Ihr dürft hier nicht passieren. Ja, sei doch jetzt ruhig. Sie erscheinen sicher, aber das täuscht. Grausame Worte führen zu grausamen Taten. Seht euch um. Das Land fällt dem Bösen. Was ist hier geschehen? Schnell weg, würde ich sagen. Ich muss mich jetzt mal echt konzentrieren. Dass wir das auch auf die Reihe kriegen. Ich habe keine Lust, das nochmal zu machen.
Gehen schön außen lang. Ich hoffe, der andere. Mein Ernst. Jetzt hier gar keinen, ihr haltet alle mal schön die Schnauze jetzt. Stress wieder. So, der eine ist da. Die Scharfschützen da oben, die nerven einen ja, aber auch total. Haben wir uns schweigend gefügt, den Worten von Männern und Frauen Glauben geschenkt, die schon Jeden lange Bauer, zum Staub zerfallen sind. Und was? Also ist ein Mörder in der Nähe. Ja. Ist einer. Und der wird auch nicht aufhören zu morden. Heute ist ein ruhmreicher Tag. Wir werden endlich frei sein. Reinigt euch von diesen bösen Geistern, bevor sie Macht über euch gewinnen. Wähnt euch nicht über ihren Schicksal. Auf jeden Fall gut, dass ich die Messer habe, sonst wäre das Ganze viel schwerer. Was hat er denn für einen Auftrag gehabt? Gerade sagen, Kamera, bitte spiel mit heute. Na komm. Klettern Sie auf hohe Gebäude, um die Umgebung aus der Vogel... Okay, so läuft es nicht, aber das ist voll nervig, wirklich. Die ganze Mission ist total nervig. Allgemein ist in diesem Spiel viel zu viel nervig, will ich mal sagen. Ach, genauso wie diese Sprünge immer. So, fangen wieder ganz rechts an. Kann der eigentlich auch ein bisschen schneller laufen? Nee, anscheinend nicht. Ja. Das müssen wir ein bisschen geschickter anstellen jetzt. Kann ja so nicht weitergehen. So, wo ist der Kerl? Hier war der, ne? Bürger, bringt eure Schriften. Werft sie auf den Stapel vor mir. So. Nummer 1. Eine kleine Spende. Da ist Nummer 2. Number 2. Ja, nicht jeder, weil zu dieser Zeit können ja noch nicht lange alle Leute schreiben. Sind nicht des Schreibens fähig.
Nur nicht auf den Sack. Du hässlicher Typ. So, leider nicht mehr so viel Messer. Das ist nicht so gut. Muss erstmal hier rüber. Schade, dass man nicht zwischenspeichern kann. Das wäre natürlich jetzt wieder. Das wäre natürlich richtig geil. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Du bist hier nicht erwünscht, Freundchen. Du bist hier nicht mehr willkommen. Sagen wir es mal so. So. Ganz gut hingestellt. Moment, ist hier. Was ist denn der? Hier ist der, ne? Komm hier auf den Sack. Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Da ist ein Bogenschütze. Ich will mal Scharfschütze sagen. Wir müssen jetzt einmal hier rüber. Denn jahrhundertelang haben wir uns schweigend gefügt. Den Worten von Männern und Frauen Glauben geschenkt, die schon lange zu Staub zerfallen sind. Und warum? Warum glauben wir? Was auch immer ich da jetzt gerade auf der Ecke gemacht habe. So, und dann noch der letzte. Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Gutes Volk von Damaskus. Könnte wieder schief gehen. Lasst uns die Stadt von ihrer vergifteten Vergangenheit befreien. Das ist nur gerecht. Und aus den Flammen wird sich eine neue Zeit erheben. Ihr seid hier kommt nicht näher. Oh nein. So, wo ist der jetzt? Da runter. Geh runter, geh runter, 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 runter! Mann! Ist dein Ernst? Du da jetzt hochspringst, du Vollidiot. Scheiße, mehr hab ich nicht. Warum habt ihr das getan? Die Menschen müssen frei sein zu tun, woran sie glauben. Wir sollten sie nicht für ihre Gedanken bestrafen. Egal, wie sehr wir diese ablehnen. Und dann? Ihr solltet die Antwort am besten kennen. Lehrt sie, gut von böse zu unterscheiden. Sie müssen durch Wissen befreit werden, nicht durch das Schwert. Sie lernen nicht. Zu sehr sind sie auf ihre Wege fixiert. Ihr seid naiv, das nicht zu erkennen. Es ist eine Seuche, für die es nur eine Heilung gibt. Ihr irrt. Und deshalb müsst ihr ausgeschaltet werden. Oh ja. Bin ich nicht wie diese kostbaren Schriften, die ihr retten wollt? Eine Quelle des Wissens, das ihr aber ablehnt. Trotzdem zögert ihr nicht, mein Leben zu nehmen. Ein kleines Opfer, um viele zu retten. Es ist unerlässlich. Sind es nicht alte Schriften, welche die Kreuzfahrer inspirieren, die Salah al-Din und die Seine mit gerechtem Zorn erfüllen? Ihre Schriften gefährden andere, führen den Tod in ihrem Banner. Auch ich war bereit, ein kleines Opfer zu bringen. Das ist nun ohne Belang. Euer Werk ist getan. Und so das meinige. Oh, Junge.